Hey Leute, ich mache heute die Vertretung für Mike, da der ja schon mit Andy am Mittwoch ein Video gemacht hat. Und ja, das Thema ist Trans in der Gesellschaft. Und ich habe da jetzt so ein bisschen aufgeschrieben, weil ich kann Sachen nicht gut aus dem Kopf machen, deswegen schreibe ich mir alles auf. Für mich kann man das Thema relativ einfach einteilen, so in geoutet und ungeoutet. Zu dem Geouteten, da kommen halt meistens oder öfter halt diese Standardfragen oder wenn man sich leicht geoutet hat, so, ja, ich bin trans, dann so erstmal so, hä? Trans? Ist es nicht, wenn man auf Hunde steht? Oder halt vollkommen solche Sachen, auf die du selber nicht mal ansatzweise kommen würdest. Und da aber am besten locker bleiben und denen es einfach richtig erklären, weil einige Leute wissen das einfach nicht und du merkst ja auch selbst, wenn die einfach mit Absicht irgendeine Scheiße sagen, weil die meisten wollen es einfach nur wirklich wissen, weil sie es nicht wissen. Die wollen es wissen, weil sie es nicht wissen, genau. Die fragen ja bestimmt nicht, weil sie keine Antwort haben wollen, die wollen einfach nur eine normale Antwort haben, weil sie es vielleicht wirklich nicht wissen oder weil sie es interessant finden, dann einfach beantworten. Aber wenn es unter die Gürtellinie geht, kann ich es verstehen, wenn man es nicht beantworten will. Also ich bin ein relativ offener Mensch, ich beantworte viele Fragen, aber versucht es dann am Ende nicht zu bereuen. Ja, und wenn man ungeoutet ist, eigentlich immer selbstbewusst und offen umgehen mit den anderen, so wenn man sich so zurückzieht und dann so, ja, hallo, dann reden die anderen vielleicht so, aber wenn du offen damit umgehst und so ein paar Notlügen gehen ja klar, also ich hatte das einmal, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, aber dann erzähle ich es halt nochmal. Ich war in einem England-Feriencamp und ich war da halt als Junge und ich habe den Leitern auch ganz am Anfang gefragt, bevor wir losgefahren sind, auch so, ja, könnt ihr mich als Luke reinschreiben, damit mein Name halt nicht irgendwo vorkommt. Und so, ja, könnt ihr mich mit Luke reinschreiben. Und so, ja, können wir machen. Also voll locker, so, ja, können wir machen. Und dann hast du eigentlich schon alles. Also wenn du so weit bist, dann wird meistens sowieso gar nicht mehr so viel darüber diskutiert, weil ja, wenn du so weit bist, wird sowieso meistens gar nicht so weit gedacht, so, hä, ja, er heißt Luke. Ja, und dann, also ich war mit ein paar Freunden da und bei denen hatte ich, also bei denen war ich geoutet. Und die haben dann halt, die sind dann halt mal paar Mal haben die noch einen falschen Namen gesagt. Und dann hat einer so gefragt, hä, ja, warum nennen die dich eigentlich so? So heißt du doch gar nicht. Und ich hab dann, war ich nämlich nochmal bei der Gastfamilie in so einer Situation. Und dann so unter Stress oder Adrenalin habe ich dann so gesagt, ja, das ist mein Zweitname. Meine Eltern haben mir einen weiblichen Vornamen gegeben. Und Luke ist mein Zweitname. Und die haben das halt vertauscht, ganz doof. Und das ist dann halt so weit gekommen, dass die einfach nur noch drüber gelacht haben und sich gedacht haben, Mann, wie scheiße ist es denn eigentlich? Und die haben gar nicht weiter gedacht, so, dass ich vielleicht ein Mädchen sein könnte oder sowas. Sondern die haben mich einfach als Luke gesehen und das war schon richtig cool. Und damit würde ich auch mein Video beenden. Ich glaube, ich habe das echt komisch gezeigt. So, das Video wird sehr komisch. Aber wir sehen uns bei der nächsten Vertretung. Und bis dahin, bleibt cool, scheißt auf andere Meinungen.